Ein Iglu von innen. Ja, das habe ich doch schon gesehen. Aber gut, wir gehen dann... Ah, dann gehen wir rein in das Iglu, dann wieder raus und dann... Ach, Moment, jetzt habe ich nicht mehr den Silbersternstern. Okay, dann gehen wir erstmal in das Iglu und dann... Ja. Dann machen wir das nochmal mit den Sternen. Ja, funktioniert der Trick, den du uns zeigen wolltest, immer noch, oder? Frag nur mal so in den Chat, dass du ihn jetzt kaputt gemacht hast. Ja, jetzt habe ich den bestimmt nicht kaputt gemacht. Außer natürlich, der Stern ist wirklich weggegangen dadurch. Oder wäre. Aber dann wäre das immer noch möglich. Dann ist halt nur ein anderer, also ein dunkler Stern weg dadurch. Und das stört mich nicht. Was machst du, wenn du das Spiel durch hast? Was mache ich, wenn ich das Spiel durch habe? Dann freue ich mich. Damato plus Chaos D plus Delta-Angriff. Gleich absolutes... zerstörerisches Chaos. Okay, von der Person, die gerade immer noch Final Fantasy postet, noch ein einziges davon. Und ich werde von meinen eigentlich nicht notwendigen Modrechten Gebrauch machen. Ja klar, geht das noch. Okay, du hast den Trick noch nicht kaputt gemacht. Das oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Komm hier nicht runter. Nee, da muss wohl Luigi für sein. Ach, das ist gemein. Na, okay, dann gehen wir wieder raus. Und nehmen uns einen Luigi. 100 Sonnen gibt dir leider keine Sterne. Naja, dann sind's halt Insignien der Sonne. Wow, ich hab's runtergeschmissen. Genau. Woher ist das nochmal? Dark Souls. Ah, natürlich. Ja. Woher auch sonst. So, also hole ich mir jetzt einen Luigi. Was spielst du als nächstes? Was ich als nächstes spiele? Was spiele ich denn als nächstes? Virtual Reality, wenn jetzt endlich mal meine HTC Vive hier ankommen würde. Mein Gott, da darf man dich ja rumzappeln sehen. Ja, oder wie wär's denn, solange die nicht da ist, spiele ich was von Kinect. Für Kinect. Da kann man mich auch zappeln sehen. Da kann man mich auch zappeln sehen. Und schwupp! Jetzt spricht die Eule immer noch mit mir. Hat erst gewartet, bis ich mich da aus dem Schnee befreie. Und dann... Ja. So, lieber Luigi-Kopf. Na, als Yoshi hätte ich mich auch gleich als Luigi verkleiden können. Und hepp. Ah! Jetzt muss ich nur noch sehen, dass ich irgendwie wieder an das Iglu rankomme. Ich weiß gar nicht, ob meine Shell noch da ist. Oder ob ich die jetzt aufgebraucht habe bis zum nächsten... So, als nächstes spielst du Superman 64. Das freut mich. Ah, schon wieder. 100 Sonnen geben aber eine Erbsenkanone. Ja, ja. Ah, ich lass mich sterben. Ich glaube, 300 Sonnen waren ein Repeater, oder? Axi, du musst Final Fantasy 10 spielen, damit er mitreden kann. Der Slogan für Orba Sport war Fit sofort mit Orba Sport. Fit sofort mit Orba Sport. Ist sonst nix da, trink Orba. Ja, nee, der Orba Sport Slogan, der ging wirklich anders. So. Ist das Zeug wirklich oder ist das jetzt bloß ein schlechter Witz? Was heißt, ist das ein schlechter Witz? Orba. Was meinst du denn? Keine Ahnung, muss ich mal gucken. Ich hab leider gerade keinen Star. Orba. Bin gespannt, auf was du stößt dadurch. Ah! Orba ist ein Ort. Orba ist ein Ort? Orba. Copyrechtsverletzung. Oh. Orba ist eine Gemeinde in der Provinz von Alicante in Spanien. Gibt's ja nicht. Muss ich sofort verklagen. Sonst nix da, trink Köstritzer Schwarzbier. Okay, Orba Getränk. Ja, jetzt bin ich gespannt, was als nächstes... Oh nö! Das gibt's doch nicht. Ja, ich lass mich von der Eule dahin fliegen. Jetzt reicht's. Nein, nein, ich finde echt zu Orba, außer ein Bein. Okay, also, dann möchte ich dich mal da einweihen, und zwar als Marc und ich das erste gemeinsame Professor Layton
sprich Professor Layton und die Schatulle der Pandora, zusammen gespielt haben. Da haben wir uns einfach mal ein Getränk zusammengemischt aus Orangen- und Bananensaft. Ah, Orba, Orange, Banane, okay, macht Sinn. Ja, weil es gibt ja auch Kiba. Ja, es ist Kirschbanane. Und darauf basiert das eigentlich. Das freut mich. Endlich wissen wir wissen alle meinen Wohnort. Das ist ja auch kein Wunder. Orba in Spanien. Ich wohne in Orba in Spanien, richtig, ja. Das Getränk ist nämlich nur nach diesem Ort benannt und nicht etwa danach, dass es Orangen- und Bananensaft ist. Soll ich was mitbringen? Was? Ja, Flörbräu. Flörbräu, mit Flörbräu ist der Tag im Arsch. Genau, weil wir gehen nämlich dieses Köstritzer so langsam auf Keks. Wenn, dann gibt's nur Flörbräu. Nee, Köstritzer ist ja auch wieder so ein Insider. Hat was damit zu tun, dass die Werbung vertont wird, zum Beispiel vom Professor Layton Sprecher. Ach, Erling, das Schweißbier, das schmeckt hier, es riecht. Oh Mann. Aber da hast du recht, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, ich bin kein Bierkenner. Ich bin echt kein Bierkenner, aber ich glaub's einfach mal. So, jetzt haben wir auch mal endlich diesen Stern. Spielvorschlag für nach SM64DS Super Mario Sunshine. Ja, oder wie wär's mit einem SM-Spiel? ich mach gerade SM-Spielchen. So, okay, jetzt will ich noch mal das mit den Sternen testen. Wenn die Gags nicht verstanden werden. Moment. Nein, ich wollte doch das nicht. Ich will den Kurs verlassen. Stimmt, warum lasse ich mich manchmal sterben, wenn ich auch einfach Kurs verlassen drücken kann? Ah, deshalb. Huchi. Okay, dann mal hoch hier. Pop, 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 pop. Ich glaube, heute mache ich mal... Du, ich glaube, ich mache heute mal nach... Moment mal, wo wollte ich eigentlich hin? Ach, ich wollte ja eins runter. Ich glaube, ich mache heute mal nach 3 Stunden schon Schluss. Oh. Ja. Warum erst nach 3? Wie erst? Warum nicht 4? Wie letztens auch? Naja, weil ich wollte heute gerne nochmal einkaufen gehen und die Läden haben hier leider nur bis 21 Uhr offen. Außer ich gehe in den Späti, aber das will ich nicht. Mimimi. So, jetzt nochmal. Und zwar die Silbersterne. Bling. Dann sammeln wir die mal. Ah! Da ist der Erste! Dilledididü. So, dann kommt Nummer 2, der da unten drunter ist, den wir uns noch nicht holen. Dann kommt Nummer 3, der jetzt Nummer 2 ist. Dann kommt Nummer 4, was? Der Nummer 5 ist. Was? Und so hoch komme ich nicht, also muss der auch warten. Oh. Ah, nein! Gib mir meinen Stern zurück. Gib mir meinen Stern zurück. Du brauchst meine Sterne nicht. Gib mir meinen Stern zurück. Bevor er auseinander bricht. Je eher du ihn mir gibst, umso leichter wird's dann für dich. Howeia. Alte Lieder aus Zeiten, die ich gar nicht mehr bezeichnen kann. Ich glaube, es waren die 90er. Five Nights at Freddy's Fragen incoming. What? No! Nose! Okay, das Fischlied war besser. Welches denn? Das Fischlied! Aus der Folge, die schon da ist. Das heißt, das Fischlied, was ich kenne, ist, er kommt vom Weiten übers Meer und bringt uns unsere Fische her. Für uns hat er die halbe Welt bereist. Für uns macht er doch ehrlich so einen Scheiß. Ja, nee, das mit dem Fischlied, genau, aus der Vollvertextet-Reihe. Ja, zu Vollvertextet habe ich natürlich jetzt auch wieder ein paar Sachen aufgenommen.
Aber, ja. Moment, ich soll da rein. Jetzt bin ich gespannt. So, ich bin hier drin. Sammle hier auch gleich mal Münzen. So, 2 Münzen reicht. Und jetzt gehen wir wieder raus. Und was passiert dann? Ja, was passiert dann? Nix. Das war's nicht. This is interesting. Das ist ja noch schlimmer als das, was ich dachte. Wieso? Was ist denn passiert? Guck dir das mal an. Oh, Moment, das ist nicht schlimmer. Das ist cool. Also, hören wir noch all deine Sterne. Das ist witzig. Nein, nein, nein. Kann ich so vielleicht auch ein paar Sterne skippen? Mal gucken. Was passiert, wenn... Wenn ich den habe und das Ding kommt? Ah, du hast wieder alle Sterne, okay. What the f... Du kannst wieder alle Sterne einsammeln. What the... Weil du ja schon alle hast. Hä? Die Musik ist leiser. Oh, das ist ein dummer Bug. Das ist echt... krasser. Jetzt stehen die alle. Jetzt ist das Spiel kaputt. Okay. Ich versuche den jetzt aber auch noch, den Stern zu be... Axi, du hast Stimmungsschwankungen. Alter. Das ist ja... Oh. Game-breaking. Game-breaking. Ehrlich gesagt, Tatsache. Ich kann die Starttaste nicht mehr drücken. Das heißt, wenn ich jetzt sterbe und... Wenn das ganze Spiel kaputt ist, wenn ich auch mich sterben lasse zum Beispiel, dann bin ich... Very, ja, gucken wir mal. Very böse. Upset. Okay, es geht wieder. Okay, alles okay, alles okay. So viel dazu, dass das Axido das Spiel nicht kaputt macht. Ja, ich habe das Spiel doch kaputt gemacht. Hat Axido seine Tage? Ja. Was für Tage? Dönerstage. Pizzatage. Oh, Pizza habe ich noch. Aber ich wollte mir eigentlich noch, wenn ich einkaufen bin, Kaba holen. Kaba? Ach so, Kakao. Na, ich mag lieber die Kaba-Version mit Banane. Über dem Regenbogen. Hab ich auch schon ewig nicht mehr getrunken. Oh, over the rainbow. Bing, also an diesen, diese Kakao-Varianten mag ich eher Banane und Erdbeer. Mm. Wobei das dann ja eigentlich mehr kein Kakao ist, sondern mehr Erdbeer- und Bananenmilch. Ja. Erdbeer-Nanenmilch. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Oh, das war schlecht. Ich wollte den Teppich retten und hab dabei mein Leben geopfert. Ja, man muss immer etwas opfern, wenn man was retten möchte. Ja. Nächstes Mal opfer ich mich nicht. Andererseits weiß ich nicht, ob ich da noch weiterkomme ohne den Teppich. So. Ja, oder keine Ahnung, ich steige erst später vom Teppich ab. Das geht auch. So. Hier zum Beispiel dann. Na, jetzt steige ich trotzdem wieder auf. Oh, fuck. Oh, damn. Das war knapp. Aber jetzt muss ich trotzdem ohne Teppich auskommen. Beziehungsweise ich kann mal versuchen, ob ich wieder da runterkomme. Ja, das schaffe ich. Das ist ja neuer. Na dann. Also, das ist gerade eben alles für die Katze gewesen. Ja. Macht ja nichts. Hauptsache, ich habe die Münzen. Kaba ist die Milch-Variante von Orba. Was hat Bowser? Was haben Bowser, Zombie-Pirat, LeChuck und Gendorf gemeinsam? Das ist eine gute Frage, die ich nicht zu beantworten vermag. Ultimative Welt der Warnerei. Also das war nicht die Antwort drauf. Zu viel Freizeit? Gendorf, sie sind böse? Was weiß ich denn? Schlechte Witze? Das ist vielleicht gar kein Witz. Mal den Schack. Nein, nein, das war nicht der aus,
Monkey Island, oder? Ich weiß es nicht. Mehr so genau. Auch nicht. Komm, explodier. Ich will deine Münze. Danke.